Hallo und herzlich willkommen bei Wie Hacker muss ich sein? Minecraft, der Minensimulator. Während ich die Anmod mache, prügelt sich mein Partner im Nether und bleibt hoffentlich am Leben. Okay, anscheinend hat er mittlerweile den Kampf gewonnen. Sie leben noch, sehe ich. Wow. Das ist aber nicht die begeisterte Art und Weise, sich so freuen, dass man noch am Leben ist. Das wäre nicht überraschend, dass du noch lebst. Ich freue mich nur, dass sie noch am Leben sind. Ich krieg 3 Melonen aus der ersten Melone. Und 3 Melonen aus der zweiten Melone. Das ist ein Zeichen für... Send mir ein Zeichen! Welches der ganzen Zeichen hast du denn überhaupt wahrgenommen? Was? Ich verstehe. nur so by the way. Ist in dieser Welt nicht verboten, einen Harem aufzubauen. Also, hol dir so viele Mädels in deinen Trupp, wie du möchtest. Wirklich? Ja, wirklich. Ist nicht verboten. 3 Tage später. Dieser Fremdgänger! Hängt ihn! Oh, wir haben letzte Folge noch darüber gesprochen. Die Kopfgeldjäger sind wieder da. Ich habe keine Rüstung, Leute, und ich bewerfe euch weiter. Und ich habe ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Ziemlich lustig, wenn ihr nicht übers Wasser kommt, ne? Sie sind besiegt. Sie waren gute Schwimmer, aber sie kamen nicht auf meine Seite. Das sagt alles, ne? Naja, es war ihre Entscheidung, Jagd auf mich zu machen. Also sie waren halt wirklich an meiner Haustür und dann habe ich sie beworfen. Hausfriedensbruch, genau. Ich weiß zwar nicht, warum das Hausfriedensbruch sein soll, weil ich müsste mich ja dann gestört durch ihre Anwesenheit fühlen, aber... Aber auf der anderen Seite, wenn jemand richtet, muss ich ja sagen, warum ich sie dann getötet habe. Also es war Hausfriedensbruch, sondern ich habe Notwehr gehandelt. Ich habe einen sehr guten Neuer. Ich gehe mal zum Pumpturm. Ja. Ich weiß jetzt nicht, gehe ich von oben oder gehe ich von innen? Ich glaube, ich gehe mal durch die Mine wieder. War schon so ewig lang nicht mehr hier drin. Schon krank, was man alles so in der Zeit baut. Ja, wir waren schon echt lange hier drin. Und die ganze Minenschächt-Geschichte hier habe ich ja fast vollständig ausgehoben. Schade, dass der Pumpturm natürlich dann seine Funktionalität nie unter Beweis stellen konnte. Okay, was muss ich denn bauen? Wie muss ich es bauen vor allen Dingen? Also immer auf dieser Seite muss der Verstärker, okay? So. Ah, ich hätte mir 2 sparen können. Naja. Ich weiß nicht, ob es oben angekommen ist. Gut, dass ich nicht zufällig ein teures Item reingeschmissen habe zum Testen.
Puh, war das knapp. Runtergefallen. Und bin glücklicherweise noch irgendwie auf meinen Turm gekommen. So, die Frage ist, wo ist jetzt mein Item? Einen habe ich gefunden. Ja. Ja, ich habe beide gefunden. Wir kommen nicht weit. Ich bringe mich hier gerade noch um. Da es eh nur in eine Richtung geht, ist das ja nicht mehr schlimm, wenn da. Okay, also. Es klickt auch nur. Also mit genug Geduld und Rumdrücken funktioniert's. Haben wir ein Phantomproblem? Kann das sein? Als Chance, worauf? Achso. Probier noch was anderes aus. Dann ist der Pumpturm fertig, hat mich auch eine halbe Stunde gekostet.